Die Gemeinde Friedrich-Wilhelm-Lübcke-Kog ganz im Norden Deutschlands hat einen bürgereigenen Windpark mit 24 Mühlen. Rein rechnerisch wäre er in der Lage, rund 100.000 Menschen mit Energie zu versorgen. Doch die Stromproduktion durch den Wind leidet hier, wie auch an vielen anderen Standorten in Deutschland, unter Zwangspausen. Wir haben hier häufig sehr schönen starken Wind, mit dem wir gerne Energie produzieren würden mit unseren Windkraftanlagen. Leider werden diese über 80 Mal im Jahr abgeregelt, da die Leistung nicht über das Netz abgeführt werden kann. Und für dieses Problem haben wir händeringend eine Lösung gesucht. Die Idee war, den ansonsten abgeregelten Windstrom für die Wärmeerzeugung zu nutzen. Für die Umsetzung wurde 2017 mit Partnern eine Projektgruppe gegründet. In gemeinsamer Arbeit entstand das Konzept, die alten Ölheizungen durch ein innovatives System zu ersetzen. Power-to-Heat-fähige Hybridheizungen. Immer dann, wenn das Stromnetz den Windstrom nicht mehr abnehmen kann, wird eine Heizspindel aktiviert, die in einem Kessel der Anlage Wasser erhitzt und somit Energie speichert. Steht kein Windstrom zur Verfügung, arbeitet eine Ölbrennwertheizung. Die Vorgabe für die Energieerzeugung einer solchen Hybridheizung lautet, so wenig Öl wie nötig, so viel erneuerbarer Strom wie möglich. Unterstützt von der Gemeinde haben inzwischen 13 Haushalte ihre alte Ölheizung durch das neue Heizsystem ersetzt. Im Kleinen gibt es solche Anlagen schon. Dass die Idee auch im großen Maßstab funktioniert, haben die Einwohner der Gemeinde jetzt eindrucksvoll bewiesen. Power to Heat hat das Potenzial, zumindest einen Teil der gewaltigen Mengen an Windstrom sinnvoll zu nutzen, die in Deutschland jedes Jahr wegen mangelnder Netzkapazitäten verloren gehen.